Hallihallo, ihr Nachwuchsrecken. Willkommen zu einem neuen Part, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part waren wir bei Pura. Wir haben Zelda gesehen, die komplett irgendwie komisch war. Und ich nehme das gerade zum zweiten Mal auf. Also ich bin bis zu einem gewissen Punkt gekommen. Wir hatten einen Krog, wir hatten noch eine Blume, die ich jetzt leider nicht mehr habe. Es war eine goldene. Ja. Danke OBS fürs Abstürzen. Kuss geht raus. Ey, sowas nervt halt. Ey, ich lass mir von sowas nicht die Freude am Spiel verderben. Also nicht wundern, falls einige Sachen jetzt komisch sein sollten oder ich sie zu schnell mache. Ich habe sie halt schon einmal gemacht und dann habe ich halt einfach keinen Bock auf ein zweites Mal. Ich habe davor auch noch gesagt, also ich bin froh, dass an dieser Stelle auch wegen dieser Stelle auch, dass die Aufnahme abgestürzt ist. Weil hier habe ich mich ziemlich blöd angestellt. Eigentlich ist das sehr offensichtlich. Man muss diese Platte nehmen, die daran befestigen, die Kugel nehmen, hier drauf klatschen, aktivieren. So, jetzt geht's auch voran. Also finde ich sehr nice. Und vor allem hierdurch merkst du halt den Ausmaß von dieser Fähigkeit. Auch dieser Bereich hier ist extremst nice. Und außerdem geht das noch oder muss ich das jetzt? Nee. Okay, weil wir haben auch noch davor die Fähigkeit Werfen erlernt. Die werden wir heute auch noch sehen. Und ja. Und ich finde auch, allein durch das hier wird nochmal einem bewusst, wie krank das hier alles ist. Weil du hast hier halt wirklich unbegrenzte Möglichkeiten. So. Oh ja, stimmt. Und ich war offcam ein wenig unterwegs. Hab Hyrule erkundet. Hier und da einige Sachen gesehen. Items eingesammelt. Darum wundert euch nicht, wenn zum Beispiel beim Hyrule-Gras keine Fragezeichen mehr darüber stehen. Und ich habe noch Tomaten gesehen, die ich aber nicht eingesammelt habe, weil die wollte ich dann mit euch einsammeln. Oh ja, stimmt. Und ich habe noch einen extremst komischen Krog erledigt, den wir jetzt aber viel besser erledigen werden. Oh, und ich habe noch ein großes Sonanium gefunden. Und noch 20 Energiekristalle herstellen lassen. So neue Energiekristalle. So. Den Krog da machen wir noch nicht. Weil ich habe das Gefühl, dafür brauchst du ein gewisses Feature, was wir noch nicht haben. So. Epona. Weiter geht's mit der Twilight Princess Link. Amiibo kannst du Epona herbeirufen. Ich habe jetzt Epona genommen. Einfach weil ich es kann. Nein. Weil es halt ein gutes Anfangspferd. Ich hoffe, wir werden aber Wild noch treffen. Pferd registrieren. Ja, ist das richtige Pferd. Bitte gib. Kann das denn sein? Das ist doch das legendäre Pferd Epona.
Das wäre nicht richtig, ihr einen anderen Namen zu geben. Darf ich Ipuna lassen? In Ordnung. Der Name ist jetzt registriert. Möchtest du mit diesem Pferd gleich weiterreisen? Pferd mitnehmen. So. Der Typ labert aber jetzt etwas von Stallpunkten. Die werde ich euch mal schnell erklären. Die kannst du sammeln, wenn du bei denen schläfst oder Pferde registrierst oder Pferde abholst. Wir pennen jetzt mal bei denen und dann kannst du halt besondere Prämien von denen erhalten. Wir kommen in unseren Stall. Ein Marlon-Bett. Was ist das? Wenn du in einem Marlon-Bett schläfst, übernachten, ist dein Schlaf sehr viel erholsamer. Außerdem erhältst du eine Weissaugung des Pferdegottes Marlon. Außer er ist beliebt bei unseren Gästen. Dieses besondere Service steht allerdings nur Gästen... Oh. Okay, normales Bett. Wir pennen mal bis morgens. Wir sollten jetzt einen Punkt noch erhalten und dann... bei zwei Punkten erhalten wir einen besonderen Zügel. Zum Dank erhältst du einen... Stallpunkt. So, jetzt haben wir die Premiere. Premiere abholen. Ein Moment. Du möchtest also eine Premiere für deinen Stallpunkt, stimmt's? Und deine Premiere für drei Stallpunkte ist jetzt Geschirr. Ja, nice. Hast du dieses Pferd mit einem Geschirr ausgerüstet, kannst du es vor Last spannen. Zum Beispiel einen Wagen oder einfach etwas, das du irgendwo transportieren möchtest. So. Kann ich das jetzt einfach so... Ah ne, das muss ich wahrscheinlich einem Pferd dann anlegen. Das Problem ist, wir haben die eine noch nicht freigeschaltet. Die das macht. So, dann gehen wir mal dorthin. Ipuna lassen wir hier. Ich habe noch gesagt, ey, wir machen Story. Wenn wir eventuell noch machen, bin mir aber nicht sicher, ob das zeitlich hinhaut, weil wir werden noch einen Brunnen machen. Ich habe die halt leider nicht gesehen, dass man in den Brunnen wirklich reingehen kann und so wie mit den Höhlensystemen dort unten rumstreifen kann und nice Items erhalten kann. Und ja, außerdem, was Pferde angeht, wir werden, also das war jetzt die Kampftechnik, die ich davor erhalten habe, hier, das können wir eigentlich alles skippen. So, was wollte ich sagen? Genau. Ipuna kann, glaube ich, keine Zügel tragen. Weil bei ihren Stats stand dort Zügel, also Zugkraft, 0. Also, ich habe das Spiel nicht gespielt. Nur damit ihr es wisst, ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt. Das habe ich alles davor schon gelernt. Außerdem, ich habe auch noch darüber geredet, wie nice ich jetzt das Ganze finde. Weil das macht halt so viel Fun, einfach alles zu erkunden. Wirklich. Auch off-cam, ich mache das sehr gerne. Einfach durch die Gegend streifen, Sachen erkunden, sich Sachen anschauen. Weil du hast halt dann nicht, wie während deiner Aufnahme, also ich will nicht sagen Druck, aber schon irgendwie, irgendetwas drängt dich halt zu sagen, ey, wir müssen jetzt Progress machen. Weil es soll sich halt auch dann lohnen, einfach, dass man die Videos anschaut. Und dann hat man halt einfach so komplett seine Ruhe. Oh Mann, sorry. So, das wollte ich machen. Weg. Was haben wir hier? 3 Donnerblumen.
Außerdem, Guys, ab jetzt ist wieder alles blind. Die Aufnahme ist blöderweise dort während dem Kampf hängen geblieben. Also OBS hat dasselbe Bild die ganze Zeit gezeigt. Ich habe versucht, das Ganze irgendwie zu fixen. Ging 5 Minuten und da ich 5 Minuten nichts gelabert habe, wollte ich es halt auch nicht so lassen. Und vor allem, ich konnte es nicht fixen, dann habe ich die Aufnahme beendet, OBS geschlossen, wieder geöffnet und dann ging es wieder. Noch einen Schrein und dann können wir uns ein weiteres Herz holen. Wobei, ich würde vielleicht sogar Ausdauer machen. Oder nee, ich mache doch Herz. Da. Pferde. Der Stall ist ganz... Ach du Heiliger. Kommt der zu uns? So ein Viech ist dafür verantwortlich, dass wir unseren nächsten Game Over hatten. Der kommt halt wirklich zu uns. Der geht über die Brücke. Holy, was ist mit dem... Was geht mit diesem Spiel ab? Dass der so viel belebter... Also Link, egal was du hier machst. Ah nein, ihr seht vor der Brücke. Okay, weil ich hatte schon Angst, ihr kommt zu uns. Weil die sind halt schon nicht ohne, zumindest haben sie für mich so gewirkt. Ja, der dreht. Und ich habe allgemein auch das Gefühl, der IQ von Bockblinz ist viel höher. Vom Himmel geholt. Okay, nice. 3 Holzpfeile waren da drin. Nehme ich gern. Pfeile haben wir jetzt 53. Allgemein dort, wo die Sonai-Teile runtergefallen sind, dort gibt es immer irgendein Item von oben. Oh ja, stimmt, und ich habe gekocht. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Viel Ausdauer, aber auch viel Regeneration. Speed, Schleichen, Biberkochobst und Loderkochobst. Also verstärkt einmal Feuerangriffe, einmal Eisangriffe haben. Ich habe es zumindest so verstanden. Und Leuchtern. Ja, jetzt können wir im Dunkeln leuchten. So, die 2 Pferde hat es erwischt. Ich will aber dieses. Und? Wie gut bist du? Ja, ganz okay. Der Stall ist da. Dann gehen wir mal schnell zum Stall. Und schon wieder so ein Krog. Markieren wir uns. Und machen das dann mal bei Gelegenheit. Dort hauen wir aber mal eine Donnerblume rein. Am besten. So. Oh, der hat ein Reiseschild. Reiseschild immer noch dieselbe Stärke. So, ich frage mich aber jetzt, wie stark bist du wirklich? Weil der hat halt schon extrem stark in den Trailern gewirkt. Und der tankt ordentlich. Und je mehr so ein Typ tankt, desto stärker ist er. Und in der Tat, der one-hittet fast. Ohne Waffe bist du aber ein Niemand. Ich hoffe es zumindest. Ja, okay, verreckt.
Also, er ist halt schon extrem stark. Krass. Bossbockhauer. Dieser gewaltige Hauer kann die Angriffskraft von Pfeilen erhöhen oder zusammen mit kleinem Getier zur Herstellung von Medizin verwendet werden. Blauer Bossbockhorn. Ah ja, stimmt, das war ein blauer. Ein axtähnliches Horn mit Lederband, das auf einen Anführer hinweist. An Waffen erhöht das deren Angriffskraft spürbar. Es dient aber auch als Medizinherstellung. Röst-Tyrell-Pilz. Also die Viecher sind halt echt nicht ohne. Nur weil er ähnlich wie ein Bockblin aussieht, sollte man ihn auf gar keinen Fall unterschätzen. Oh ja, stimmt. Und ich denke mal, die Baumgegner werden die neuen Octoroks sein. Weil ich sehe halt nirgends Octoroks und die Baumgegner wirken für mich schon extremst nervig. So, wir sind gleich da. Es gab doch hier immer zwei Ställe, oder? Ich weiß, das war übelst unnötig, weil es zwei halt direkt nebeneinander waren. Oh, hier können wir einen Heißluftballon basteln. Ey, machen wir vielleicht sogar. Scheiß auf das, was ich mir hier aufgeschrieben habe, dass wir machen sollen. Ich mach das jetzt nicht. Ich will Heißluftballon bauen. Und genau sowas wie Brunnen meine ich. Man kann dort halt safe rein. Ey, und diese herunterfallenden Teile erschrecken mich immer. Ey, Epona, das tut mir so leid. Die steht dort so und denkt sich, werde ich jetzt ersetzt? Hilfe? Nein, also kommt drauf an, wie stark jetzt deine Zugkraft ist. Ist. Na los, komm schon. Du bist aber nicht Wild. Ich weiß, Wild hatte unten Weiß. Ja, Pferd registrieren. Was? Was? Bro, wurde jetzt meine Pferde aus Breath of the Wild übertragen? Meine Pferde aus Breath of the Wild wurden übertragen. Wir haben aber Epona zweimal. Oh nee. Hä, das ist ja übelst nice. Hä, dann gib doch Wild her. Alles zu so lassen. Pferd abholen. Hä? Okay, das ist gerade übelst die nice Überraschung. Welches Geschirr? Ach so, dieses Geschirr. Also Leute, darf ich euch bekannt machen? Das ist Original Wild. Und ja, ich nenne ihn Original Wild, weil es ist halt wirklich Original Wild. Ausstattung ändern. Hey, okay, das ist halt Geschirr abnehmen. So. Das war übelst die Überraschung. Das ist halt wirklich Original Wild. Der aus Breath of the Wild, der einzig wahre. Also nicht aus dem Projekt Breath of the Wild, sondern aus meinem allerersten Account. Der einzig wahre.
Dir fehlt noch die richtige Reiseausstattung und dann tipptopp. Ey, aber das freut mich gerade richtig. Vor allem deine Stats sind halt gleich geblieben. Ah ja. Oh Nintendo, ihr seid schon genial. Ihr seid schon genial. Wie schnell kann man mir mal Freude machen? Weil ihr müsst wissen, ich hänge halt schon sehr an Wild. Einige werden das jetzt als verrückt abstempeln. Andere werden mich verstehen können. Weil Wild war halt mein allererstes richtig starkes Pferd. Und wenn halt irgendetwas das allererste Mal... Also klingt jetzt sass. Aber wenn jetzt... Wenn du halt ein Pferd zum allerersten Mal siehst und es halt so registriert hast, dann ist das halt schon irgendwie speziell. Ist jetzt aber zwar ein wenig lame, weil du hast jetzt halt die richtig starken Pferde dabei. Weil Wild ist halt schon einer der Stärkeren. Ist doch egal. Ich habe mein Pferd wieder. Und ich habe es halt Wild genannt, weil es sieht so aus wie das Breath of the Wild Pferd. So. Also ich will nur mal ausprobieren, wie das geht. Offcam werde ich damit noch mehr rumexperimentieren. Das heißt, wir haben King, wir haben... da seht ihr jetzt mal auch meine Pferde aus Breath of the Wild. Oh ja, stimmt, und wir haben eine Sunai-Ding... So ein Bauteil freigeschaltet, eine Zeitbombe. Okay, wie hoch kommen wir damit? Stützen wir auch ab, wenn das leer geht? Ja, also wir stürzen ziemlich schnell ab. Also ich markiere mir mal die Stelle mit so einem und ich werde mir das mal dann genauer auf Cam anschauen. So, wir haben jetzt eigentlich denselben Spielstand wie davor und wir gehen jetzt zu Pura mit Wild. Wir brauchen jetzt nur noch die Reiseausstattung und dann ist es so wie damals. Oh, ist das schön, ist das schön. Wer hätte sich gedacht, dass man sich so über etwas freuen kann? Die Bäume erschrecken einen immer und immer wieder. Sorry. Den Krok haben... Achso, nein, das war der andere. Keine Sorge, ich helfe dir. Wenn ich das da losschieße, ist das eine Art Blendgranate? Nee. Doch. Selbst wenn es schwach aussieht, ein Monster bleibt ein Monster. Nicht Aufmerksamkeit verlieren. Hier als kleines Dankeschön für die Rettung. Los, nimm es an. Spurtkochobst. Ich bin eine Legende unter den Schatzsucherinnen. Kalissa von den Gerudo. Schön, dir zu begegnen. Dir ist es sicher bekannt, dass seit dem Kataklysmus in allen Regionen seltsame Phänomene auftreten. Am Himmel schwebende Inseln in der Erde haben sich neue Höhlen aufgetan. Eine aufregende Zeit für Schatzsucher. In letzter Zeit faszinieren mich die Felsen, die vom Himmel fallen. Man sieht sie unterwegs immer wieder einmal. Ich träume sogar schon von diesen Felsen. In einem dieser Träume geschah etwas Eigentümliches. Ein Felsen stürzte direkt vor meiner Nase auf die Erde und erhob sich dann zurück in den Himmel. Ich klammerte mich daran fest, sodass er mich...
mit nach oben zog, bis zu einer Himmelsinsel voller Schätze. Hohenströme und Schatzsucherinnen oder mysteriöse Verbote meines Schicksals, ich fürchte erst. Denn wie sollte es möglich sein, dass ein Herabstürzen der Felsen dir nichts umkehrt und wieder in die Höhe steigt? So genug geschwätzt. Vielleicht sehen wir uns einmal irgendwann wieder. Savok. Also, das habe ich auch schon oft ausprobiert. Du kannst halt, das wurde schon im Gameplay gezeigt. Oh, ich brauche ihre Kerne. Bleib von meinem Pferd fern, solange du eine Laserkeule hast. Was geht denn jetzt plötzlich ab? Okay. Wirkt sehr overpowered. Also lassen wir vorerst. Okay, der Keck hat auch eine. So. Wie ihr aber hier nach unten kommt, das bleibt mir ein Rätsel. Ich dachte, ihr seid exklusive Gegner nur für die Inseln. Okay. Es gibt auch Laserkeulen. Nice. Was? Einfach so. Und ich habe halt noch überlegt, soll ich daran vorbeireiten? Es war die richtige Entscheidung. Oh, und ich finde es nice, dass man jetzt 6 Pferde registrieren kann. Na gut, das mit Epona war ein Fail. Ich werde eine Epona auf jeden Fall freilassen. So. Wir sind da. Oh, stimmt, und das, ich habe auch noch auf Camp vorbeigeschaut. Dort steht ein Roboter. Ich habe den nicht angesprochen, werd das jetzt aber machen. Dies ist eine Batterienmaschine, dachte ich mir schon. Ja, überall gleich. Man braucht 100 Sonai-Kristalle. Das ist schon wenig übertrieben, finde ich. Weil Batterien sind halt eines der wichtigsten Sachen. Meiner Meinung nach wichtiger als Ausdauer. Ehrlich. Okay, ein wenig gruselig. Lassen wir's. Oh, stimmt. Das da unten ist die Wohnsiedlung. Hey, ich bin's. Aufmachen. Dieser Keller war einst der Schutzraum für die Königsfamilie von Hyrule. Doch wir haben ihn zum Wohnquartier umgebaut. Was immer euch hier von Nutzen sein kann, steht zu euren freier Verfügung. So. Außerdem mich interessiert, weil ein Soldatenschwert hat ja halt den Effekt schneller aufladen. Haben dann andere Schwerter auch einen nice Effekt? So, und jetzt sprechen wir mit Pura. Das hier hin? Nein, das muss hier so. Und fertig. Ah, Link, bist du fertig? Ich habe meine Vorarbeiten abgeschlossen. Jetzt sollte der Teleporter funktionieren. Fehlt nur noch eins. Testperson. So, Joscha, hier drüben ist alles bereit. Bestätige das in den Schalter. Ach so, das war das Viech.
Weil wir waren ja dort oben und haben das Teil gesehen und dort dachte ich mir so, hä? Was ist das? Okay, funktioniert jetzt jeder von den Türmen so? Yo! Zur Hölle! Sind das so Signale, damit man weiß, okay, hier ist alles ready? Also wirkt schon fast so. Direktoren Pura, die Kartografietürme und den übrigen Standorten scheinen auch alle bereit zu sein. Dann los, Link. Jetzt bist du an der Reihe. Als erstes halte das Pura-Pad an die Vorrichtung dort, ja? Okay. Kennt man ja aus Breath of the Wild. Teleportationspunkt. Nice. Okay, auch nice. Werde ich dort jetzt rausgeschossen? Damit ist dieser Kartografieturm nun auf deinem Pura-Pad registriert. Damit solltest du dich auch der hierhin teleportieren. Du kannst dich jederzeit auf die Plattform jedes registrierten Kartografieturms teleportieren. Na, begeistert? Eine geniale Erfindung, oder nicht? Aber das ist ja noch lange nicht das Tollste an diesem Kartografieturm. Sein Hauptzweck ist, wie der Name schon sagt, das Erstellen von Karten. Nur dank ihm ist es möglich, die Topografie der Umgebung mit dem Pura-Pad zu erfassen. Beeindruckend, oder? Zum Kartografieren muss man allerdings sehr gut mit dem Parasegel umgehen können. Außer dir gibt es da nichts besonders viel. Außer dir gibt es da nicht besonders viele Kandidaten. Wir konnten die Sache folglich bisher noch nicht testen. Also, wärst du denn dann mal so freundlich? Hier, bitteschön. Endlich! Mann, ey, damit hätte ich mir zwei Game Over sparen können. Also einen Game Over. Der andere war ja wegen dem Ivarok. Dann zeig uns mal, was du kannst. Viel Erfolg beim Abschuss. Ich meine natürlich beim Abschlusstest. Ich werde alles vom Forschungslabor aus observieren. Sobald der Abschlusstest abgehakt ist, folgt eine letzte Besprechung für die Suchaktion nach Prinzessin Zelda. Zuerst müssen wir die vom Kataklysmus betroffenen Orte auf der Karte verzeichnen. Also komm dann bitte nochmal hier, ja? Also ich habe wenig Angst. Link, du musst dich, glaube ich, auch erstmal fassen, oder? Ich denke mal, das war ein Nicken. Also Leute, bis sich Link hier bereit fühlt, könnt ihr auch mal ein Like da und ein Abo da lassen. Und schon beim nächsten Mal einschalten. Link geht sich jetzt ausruhen. Und genießt das neue Parasegel. Kann ich jetzt schon? Nein, kann ich nicht. Auf jeden Fall. Tschüssi. Mach's gut!